Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines 2. Genau, Grafikeinstellung ein bisschen eingestellt. Hier das Sim oder wie der heißt. Vielen Dank für dein Infovideo dazu. Hilft auf jeden Fall. Und ich habe, ohne mich spoilern zu lassen, so rum muss ich sagen, habe ich tatsächlich einfach mal herumprobiert. Wir sind ja angefangen in der letzten Folge. Und wir werden nochmal ganz von vorne anfangen, definitiv. Aber ich werde das erstmal zeigen, wo das Ganze hingegangen ist. Und zwar, ich habe gestern wirklich stundenlang gedaddelt, noch 21:33. War das der letzte Stand gestern? Zuletzt bearbeitet. Ich habe doch länger gespielt, oder? Oder auch nicht. Ich lade das einfach mal, dann sehen wir es schon. Wie gesagt, keine Angst, das ist noch eine längst nicht komplett ausgebaute Stadt, aber ich habe viel experimentiert und man kann sich da das ein oder andere angucken. Sollte es gleich übrigens klingeln, dann ist das der Postmann. Dann muss ich mal einmal kurz vom Platz weg. Und mein Kaffee ist gleich durch. Der erste Verlauf der Maschine war nicht so göttlich, da war irgendwie nur, ja, leicht eingefärbte Teewasser, was da rauskam oder so. Genau. So. Das hier ist quasi unsere Stadt, wie wir sie jetzt haben. Oder was ich gemacht habe. Ich habe hier einfach wirklich wild gebaut. Und es ist groß geworden inzwischen. Wie gesagt, aber ich will euch jetzt nicht in so eine Stadt einfach reinschmeißen. Wir werden natürlich gucken, was ist da los, wie funktioniert das. Und ich habe einfach ausprobiert. Und das ging. Zwischenzeitlich, und das sieht man hier unten tatsächlich auch noch, ich meine, das sind jetzt 6 Millionen auf dem Konto. Ich habe kein unbegrenztes Vermögen eingestellt, das muss ich dazu sagen. Sind aber immer noch 10.000 die Stunde weniger. Das war aber tatsächlich mal mehr. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wodurch das zustande gekommen ist. Genau, Zufriedenheit. Warten wir? Na gut, da können wir nicht drauf warten. Wir werden gleich einfach mal neu anfangen. Hier ist die Autobahn. Hier habe ich dann irgendwann auch die Anbindung geschaffen. Was haben wir hier denn hingebaut? Wow. Ja, hier kann man gut wohnen, wa? Alter Schwede. Steht da einsam und allein. Aber da wohnt keiner drin. Das wird über kurz oder lang wahrscheinlich zusammenbrechen. Mein Kaffee. Warte noch einen Moment. Ja, genau hier. Da habe ich noch nicht rausbekommen, was das hier mit diesem Hof auf sich hat, weil irgendwie, ja, es ist ein Bauernhof. Da passiert aber irgendwie nichts. Gebäude ist leer und kann gemietet werden. Ja, es mietet aber keiner. Es ist ein alter Bauernhof. Außerdem steht dann, ja, das habe ich tatsächlich mal im Kundensupport gehabt, wo jemand schrieb, ja, die haben diesen Kasten direkt vor meine Einfahrt gesetzt. Genau, hier ist der Punkt, was das mit diesen Bügeln auf sich hat, was hier da Sim immer macht. Jetzt sieht man diese Absätze tatsächlich, die das Spiel da einbaut. Dennoch, ja, es sieht etwas merkwürdig aus, das Ganze. Aber ich finde es irgendwie, wie soll ich sagen, immer noch interessanter, als wenn ich wirklich eine platte Ebene habe. Ich meine, gut, es gibt Leute, die wollen auch hier wohnen. Und wenn das dann ordentlich regnet und hier runterläuft, dann kriegen die es eben ab. Das ist dann halt so, ne? Wir gucken mal weiter rum hier in der Stadt. Hier ist die Strecke irgendwie zu Ende. Weil hier alles im Weg ist, genau. Ah, und dann hatte ich, ja, Straße über dem Fluss ist doch nicht schlecht, ne? Sollte man umbenennen, die Straße. Straße über dem Fluss. Kann ich die eigentlich umbenennen? Schade, es geht nicht. Doch, kann ich doch. Ha! Ist das cool? So, ist jetzt Straße über dem Fluss, das passt. Weil es hatte sich hier extrem gestaut. Deswegen habe ich hier erstmal eine breitere hingebaut. Ich denke mal, ich werde auch
in diese Stadt in Zukunft vielleicht vierspurige Straßen bauen, was jetzt die Industriegebiete und so weiter angeht. Also das, wie gesagt, das hatte sich hier gestaut. Ich kriege hier, glaube ich, auch keinen Kreisverkehr mehr hin. Ich müsste mal eben gucken, ob das noch geht. Einen großen Kreis. Doch, das funktioniert super. Den bauen wir hier jetzt hin. So. Cool. Oh, der steckt jetzt hochkant im Boden. Aber er fährt weiter, Mode. Das ist perfekt. Gut. Nee, jetzt hatte sich hier, wie gesagt, extrem gestaut. Und daraufhin... Ich kriegte das hier auch nicht weg. Also es war wirklich was los hier. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, dann müssen wir... Die wollen ja irgendwie alle irgendwo zur Autobahn. Quälen sich hier anscheinend durch die Stadt, um da hinzukommen. Genau, hier war die Strecke irgendwie. Und hier durch und da durch und dann, um irgendwie auf diese Autobahn zu kommen. Und dann habe ich halt diese gebaut. Wo ist überhaupt die Autobahnanbindung? Hier. Ja, genau. Die sind dann irgendwie hier, keine Ahnung, wie die sich hier durchgemogelt haben. Naja, wie dem auch sei. Internet haben wir, die Leute sind soweit zufrieden. Hier ist einer gestorben. Das passiert manchmal so im Leben. Da haben wir die Autobahnanbindung. Also soweit sieht das alles ganz gut aus, würde ich behaupten. Genau. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal raus. Wir sagen hier, Spiel speichern. Das kannst du unter dem Namen Großzimmern speichern. Ich glaube, den Ort gibt es tatsächlich, oder? Kann das sein? So. Und wir wollen ein neues Spiel machen. Die Frage ist, wo machen wir das? Bergdorf, großes Hochland, Sandbankinsel, Seeland... Weite Ebenen, zentrale Wasserstraße, Flussdelta. Was haben wir hier denn jetzt überhaupt genommen gehabt? Was war denn das? Ich weiß es gerade gar nicht. Weite Ebenen, großes Hochland. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dieses hatten. Wir nehmen dies hier tatsächlich. Obwohl, warte mal, wir wollen Europa haben, ne? Thema. Europa, da ist ein bisschen viel. Das ist europäisch. Plus Delta ist auch europäisch. Ist das das, was wir hier jetzt haben? Oder gehabt haben? Hm. Kann man das umstellen? Nee, kann man nicht. Wir nehmen die. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die jetzt sowieso schon hatten. 13 bis 24 Grad haben wir da an Gradzahlen. Das steht dann jeweils hier unten. Landwirtschaft. Fruchtbares Land haben wir tatsächlich auch. Wir haben... Hier haben wir Hochland. Hier stehen schon gar keine Temperaturen mehr dabei. Warum eigentlich nicht? Dach da oben, Klima, okay. Klima, 27, 34 Grad europäisch, 4 bis 34 Flussdelta. Was? Breitengrad Süd, achso, das ist amerikanisch. Europäisch 26 Grad, Seeland 13 bis 24, weite Ebenen, Fjorde, das wird, ist dann eher so, ja was heißt denn, amerikanisch, norwegisch würde ich fast sagen. Ach, wir nehmen das hier, so. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt aktuell auch haben. Das probieren wir einfach nochmal aus. Stadtname. Wie nennen wir uns denn? Was Schönes Deutsches. Ja.
Na, ich weiß hier, pass auf. Kaffee ist immer gut. Und dann nehmen wir so ein bisschen. Ja, ich war immer der Meinung, die gibt es mehr in der DDR, aber das ist tatsächlich auch in den Westdeutschland so. Warum auch immer, wir nehmen Kaffo. Das ist die Stadt Kaffo. Naturkatastrophen nehmen wir rein. Was heißt hier alle freischalten? Haben Zugang zu allen Staatsdienstleistungen? Nee, das machen wir nicht. Unbegrenztes Vermögen machen wir auch nicht. Und Tutorials machen wir hier tatsächlich auch nicht. Und wir starten unser Spiel einfach mal. Ich laufe mal eben kurz zu meiner Kaffeemaschine und hole mir meinen Kaffee, liebe Leute. So schmeckt er nach Kaffee. Warum war es erst kein Kaffee? Ganz einfach. Ich hatte den Mahlgrad umgestellt auf fein und dieser feine Kaffee hatte keine Lust, von der Maschine in den Filter zu fallen. Es ist keine, ja, wie soll ich sagen, es ist keine Maschine, die, also eine, keine Vollmaschine, sagen wir mal so, kein Vollautomat so rum, sondern wirklich nur eine Kaffeemaschine mit eigenem Mahlwerk dabei. Das heißt, du bekommst nur ganz normalen Filterkaffee daraus. So. Ja, Mensch, hier haben wir ja richtig so ein bisschen Platz dann auch. Und wir wollen mal gucken, wie weit wir hier in Kaffo kommen. Okay, hier ist der Strom von außen offensichtlich. Und was ist das denn? Ein Hinkelstein. Ah ja, okay. Gut. Hier ist die Anbindung von der Autobahn, das ist ein Autobahnzubringer, wie wir sehen. Gut, dann wollen wir mal schauen. Wir sollten erstmal sehen, was wir brauchen, wenn wir auf unsere Gebiete gehen. Dann haben wir da die Autobahn. Und hier sehen wir auch die Windrichtung zum Beispiel jetzt, also was ganz wichtig wäre. Das heißt, Industriegebiete würde ich, boah, das ist jetzt so schwierig, aber die hier hinbauen, die Stadt nach hier ausbauen, ist das Mist. Wenn wir es hier zu weit ausbauen, dann geht es irgendwann, boah, ist das blöd. Obwohl, zu sehr ans Meer geht es auch nicht. Da hinten fährt übrigens eine Fähre. Ich würde jetzt tatsächlich Folgendes machen. Und zwar, wir müssen natürlich Strom haben. In Tipps habe ich jetzt gelesen, am Anfang am besten nicht direkt ein eigenes Kraftwerk bauen, aber ich weiß nicht, was der Strom aus dem Ausland kostet. 80 Megawatt kann das Ding. Und das da hat 20 Megawatt. Das ist jetzt nicht die Welt. Können wir denn hier einfach einen Umspanner reinbauen? Kann übrigens mit dem Mauspfeil das Ganze so ein bisschen drehen. Ich würde das erstmal hier hin platzieren tatsächlich. So. Dann müssen wir mal gucken. Hier haben wir unsere Straßen. Das ist jetzt eine vierspurige. Würde auch fast behaupten, dass. Lassen wir so. Hier können wir auch nur einen kleinen Kreisel reinsetzen. Ne? Ist das sinnvoll? Genau. Und was ich gerne mache, dass wenn ich Straßen baue. In beide Richtungen befahrbar ist auf jeden Fall gut eine vierspurige Straße. Genau. Was ich gerne mache, eine endlose Serie an Kurven, komplexe Kurven. Ich glaube, ja, die hier zum Beispiel. Das mache ich ganz gerne. Man kann dann nämlich die Straßen so schön
hier so um die Ecken ziehen, hätte ich bald gesagt. Man kann aber auch geraden ziehen. Ja, das geht also tatsächlich auch. Kommen wir hier drüber. Ach, nicht wirklich. Bin aber auch vielleicht unten drunter durch, oder? Das lassen wir mal erstmal so. Dann können wir zur Straße hier natürlich jetzt auch einfach mal, hätte fast gesagt, parallel zur Landesgrenze bauen. Warum macht er hier jetzt so ein... Ah, okay. Mein Fehler. Er war in einer anderen Höhe unterwegs als ich. So, das machen wir jetzt tatsächlich einfach mal so. Ach, da ist irgendwo... Ah, okay. Das ist eine Ruine, okay. Das heißt, wir sollten hier tatsächlich... auch nicht zu weit raus. Was hast du hier für ein Problem, okay? Du möchtest hier ein bisschen nach oben gehen. Sollten wir hier ein Stückchen Straße nochmal wieder wegnehmen, würde ich sagen. Dann gleich auch irgendwie mal ein bisschen was anfangen zu bauen. Gehen wir auf zwei Höhen. Ja, ich denke, eine reicht. Und wieder in sanften Abschwung runter. Kann man hier so ein bisschen jetzt an den Rand legen. Da vorne sehe ich wieder irgendwas, was wir, glaube ich, vielleicht behalten sollten. So. Das würde ich jetzt tatsächlich erstmal so lassen. Ich versuche ja jetzt mal ein bisschen strukturierter ranzugehen, tatsächlich. Einfache urbane Straße für normale Geschwindigkeit. Einfache zweispurige Straße, genau. Dann fange ich jetzt hier nämlich einfach mal an. Ich werde nicht bügeln. Es wird zwar immer wieder empfohlen, das zu machen, aber... es sieht teilweise komisch aus, aber ich finde es dann trotzdem noch interessanter. So, jetzt können wir eine Frage beantworten. Warum nicht direkt gebaut wird, wenn man Gebiete ausweist? Das ist ganz einfach. Hier sehen wir farbige Balken. In diesem Fall hellgrün, blau und gelb. So, wenn wir jetzt hier drauf gehen und wir gehen hier auf grün, dann haben wir hier ein hellgrün. Dieses Hellgrün steht jetzt erstmal für, ja, wie soll man sagen, einfache Wohngebiete. Und man sieht auch, da die jetzt abgefragt wurden, werden die jetzt auch direkt bebaut. Die Leute wollen das quasi haben. Ja? Selbiges gilt für Industriegebiete. Da hatte ich gesagt, die würde ich... hierhin bauen, wobei das letztendlich
wie soll ich sagen, dieser Burgruine nicht unbedingt zugute kommt. Und jetzt sehen wir, dass der gelbe Balken da unten verschwunden ist. Wir können das hier trotzdem weiter ausweisen. Ja. Es wird aber nicht gebaut. Logisch, weil es nicht gebraucht wird. Das ist der Punkt. Genau selbiges gilt hier, wenn wir hier jetzt meinetwegen Gewerbegebiete hinbasteln. Ich glaube, Strom beziehen wir derzeit tatsächlich dann aus dem Ausland. Also auch hier für Gewerbegebiete ist es dasselbe. Es wird nicht direkt gebaut. So sieht's aus. Ja, das heißt, ein paar, hier ist jetzt Industrie, die sagen jetzt, oh, wir haben aber hier mit Abwasser ein Problem. Das heißt, das Ganze müssen wir uns natürlich angucken. Wir haben was, nämlich was ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen. Wir brauchen einmal natürlich Pumpstationen, wo wir Wasser herbekommen. Ich baue hier jetzt einfach mal zwei Stück lang. Und wir brauchen auch eine Station, wo der Dreck letztendlich rausgeht. Die würde ich jetzt tatsächlich einfach mal hier hinpflanzen. So. Und wir brauchen natürlich auch eine Straße dahin. Die können wir in diesem Fall tatsächlich nachträglich bauen. Das müsste funktionieren. Wobei ich hier jetzt erstmal eine schmale tatsächlich nehme. Hier hatten wir die vierspurige, wa? Die würde ich ja auch tatsächlich dann weiterziehen. So, dann würde ich hier tatsächlich einen Kreisel hinbauen. Wie gesagt, ob das gut ist oder nicht, das kriegt man dann später zu sehen, ne? Ah, hier ist jetzt so ein bisschen. Ja gut, aber da wird dann eh keiner bauen. Sagen wir mal so. So, das ist unsere Abwasserstation. Und die bräuchten natürlich auch Strom. Das Ding ist, die sind jetzt hier angeschlossen, aber wartet mal. Jetzt müssen wir. Das Ding hat noch keine Anbindung ans normale Stromnetz. Das müssten wir. Das war jetzt ein bisschen falsch. Das muss weg. Das gehört nämlich hier an die. So. Können eigentlich auch beide bauen tatsächlich. Haben wir beide schön drin. So, sieht das schon ein bisschen professioneller aus. Okay, das haben wir. Und wir brauchen natürlich unser Frischwasser. Auch hier gilt, wir bauen hier einfach eine einsame Straße, genau. Die bauen wir hier lang. Da kann ich einen Kreisverkehr hinbasteln. Vielleicht kriege ich das entsprechend hier. Ach so, da ist die Autobahn. Ah! Sitze. Nee, da ist doch nicht die Autobahn. Okay, nee, machen wir das so. So, dann haben wir jetzt das erste schon mal. Das heißt, wir haben Industriegebiet.
Da wird jetzt ein bisschen nachgefordert. Und wir haben, gut, jetzt haben wir Industriegebiet genug und Wohngebiete haben wir. So. Und im Moment haben wir hier auch nur die Hellgrünen quasi. Und die beschweren sich jetzt über die Steuern. Ich gehe jetzt einfach mal daher. Das sind jetzt schmale Straßen, die wir da gebaut haben. Und ich würde hier auch noch mal wieder ein paar schmale Straßen reinbauen. Versuche mal, das immer so jetzt so dicht wie möglich hier ran zu basteln. Können auch hier. Oh, das kann er direkt verbinden. Das war, ist auch anders als im ersten Teil tatsächlich. Dass er diese Straße hier in eins durchverbinden kann. Das ging sonst nämlich nicht. So, und dann können wir später. Einfach mal basteln hier. Freie Schnauze. Wer als Pleite gehen, kannst du nicht. So. Wohngebiete. Das Ding ist, was wir festgestellt haben, dass wirklich hier diese einfachen Wohngebiete werden gefordert ohne Ende. Es ist schon echt abenteuerlich. Die bauen wir so. Genau, richtig schön hier. Die jetzt ziemlich eckig gemacht. Genau, ich habe, weil ich das gerade Tool ausgewählt habe. Deswegen ansonsten. Ja, guck mal. Wir haben den ersten Meilenstein erreicht. Und wir haben einen Popmusiker anwesend. Was wir hier hinbauen können. Bisschen höher geht das. Genau, so Gärtner. Gärtner vorne ist jetzt irgendwas im Weg. Oh, irgendwelche Hinkelsteine, die dann später irgendjemand im Garten stehen hat, aber was soll's. Hat das eben. Machen wir es so, lassen wir ein bisschen Abstand dazwischen. Wie gesagt, was für einen richtig ist, was funktioniert und was nicht. Das muss jeder letztendlich selber wissen. Hier gilt einfach ausprobieren. Wie gesagt, wir haben es gestern einfach mal über Stunden. Ja, und es hat funktioniert. Sieht das Ganze jetzt ein bisschen komisch aus. So, mal gucken, ob wir da was ändern können. Funktioniert das so ernsthaft? Nee, da hängen wir ja in der Luft. Da hängen wir ja in der Luft. Hier passt ja das Ganze nicht gerade schön an. Okay. Das hier anders, machen wir das hier so. Ganz einfache Kiste. Wie hoch kommen wir hier? Gar nicht, wa? Hier könnten wir uns nicht mal in den Berg graben. Okay. Machen wir dieses Stückchen wieder weg. Und haben hier jetzt unsere Wohngebiete. So, und hier sieht man jetzt den nächsten grünen Balken. Jetzt wird ja auch gesagt, warum wird nicht weitergebaut, obwohl hier so viel gebraucht wird. Das ist jetzt erstmal ein Punkt. Also die normalen Wohngebiete, die angefragt werden, die werden hier auch gebaut. Das sieht man jetzt auch. Jetzt möchte man aber auch Wohngebiete haben mit einer mittleren Dichte. Da würde ich aber tatsächlich auch
versuchen. Die würde ich hier tatsächlich hinklatschen. Jo, wie ein Amiland, ne? So, jetzt ist auch eine. Können wir hier verbinden, oder? Genau. Bisschen nach oben. Reicht noch nicht aus, okay. Nee, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Da sind wir einen zu hoch. Und können wir das auch so machen? Können es aber auch bleiben lassen. So, genau, und hier brauchen wir jetzt mittleres Wohngebiet. Das sind nämlich die hier. Und man sieht auch, wenn man das jetzt anhakt, es wird also auch direkt gebaut. Aber auch nur so viel. Wie es benötigt wird und nicht mehr. Das ist jetzt erstmal der Punkt. Jetzt sieht man auch, wie der Balken zurückgeht. Es sind also verschiedene Farben. Und diese Grüntöne sind sehr schlecht voneinander unterscheidbar. Das ist der Punkt. Das ist aber der Grund, wenn wirklich wohnraummäßig alles ausgelutscht ist, dann wird nicht direkt gebaut, ne? Hier sieht man zum Beispiel, das sind jetzt alles Bauplätze. Und trotzdem wird man gleich irgendwann meckern, dass wieder irgendwas fehlt. So schaut's aus. Und wir sind schon wieder bei 32 Minuten angelangt. Aber das ist jetzt tatsächlich mal so die Geschichte dazu. Genau, jetzt können wir hier gucken. Wir haben einen Erfahrungspunkt natürlich bekommen. Und wir können hier schauen, wo wir das Ganze anwenden, was wir machen wollen. Und was nicht schlecht ist, wäre, glaube ich, als erstes tatsächlich einen Straßendienst zu nehmen. Jetzt haben wir hier nur einen Punkt erstmal. Wir sind auf Stufe 3. Und wir könnten jetzt natürlich auch schon direkt erweitern. Müssen aber allerdings auch ein bisschen gucken. Wir haben hier 927.000 aktuell auf dem Konto. Und wir haben ungefähr 1.000 pro Stunde jetzt minus. Das muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Was wir auch vor allen Dingen auch schauen müssen, sind dann später solche Geschichten wie Schulen. Hier wird jetzt erstmal natürlich geschrien nach einem Arzt. So, das heißt, eine Klinik würde ich jetzt bauen wollen. Ich glaube, ohne jetzt großartig was zu zerstören, weil wir ja später nach da ausbauen, würde ich die jetzt tatsächlich schon mal hierhin packen. Und einen Friedhof werden wir auch brauchen. Friedhof ist immer ganz gut neben der Klinik aufgehoben. Wir werden hier in diesem Flussdelta auch ein bisschen Platz lassen, weil man diesen Friedhof später erweitern kann. So, das ist jetzt wichtig. Also die Toten können abtransportiert werden. Und eine Mülldeponie. Da hieß es, die können wir im Moment noch weglassen. Da bin ich mal gespannt. War so in Tutorials, auch die kann man später erweitern sogar, wenn man eine große Fläche hat. Also man bräuchte vielleicht nur eine Mülldeponie, man weiß es noch nicht. Da werden wir mal schauen müssen. Und wir haben hier auch Spezialgebäude, zum Beispiel dieses Popmusiker-Anwesen. Ja, wir können hier zum Beispiel sagen,
Der Popmusiker soll beispielsweise hier wohnen, so schön am Fluss hier, ne, da. Und jetzt geht den Leuten das hier angeblich auch besser. Also die Zufriedenheit wächst, weil der da eben wohnt und ja. Gut, so sieht das hier im Moment aus. Und was man jetzt natürlich auch machen könnte, wenn man jetzt schaut, die Möglichkeit haben wir, hätten wir tatsächlich schon, dass man hier Land dazu kaufen könnte, um beispielsweise an dieser Stelle das Industriegebiet zu erweitern oder eben nach hier raus das Industriegebiet zu erweitern. Das heißt, wir könnten jetzt beide kaufen für knappe 16.000. Das können wir auch ruhig mal machen. Kommen wir her, nehmen wir den auch noch mit dazu. Das heißt, diese drei gehören jetzt ebenfalls uns. Jetzt können wir uns mal angucken, was hier oben los ist. Hier geht es in einen Tunnel rein. Hier ist eine Bahnstrecke, das ist ganz gut. Hier sollte man irgendwie ein bisschen Platz lassen später für einen Bahnhof. Hier kommt die Autobahn rein. Da uns das jetzt gehört, sollten wir eventuell schauen, ob wir diese Autobahnabfahrt so ein bisschen abzwacken und eine Straße ins Industriegebiet reinlegen. Wobei das ja hier eigentlich schon ganz gut der Fall ist. Es ist im Moment jetzt nicht so, als würde hier, ja, ne? Was wir jetzt hier übrigens auch ganz gut sehen, jetzt wird Gewerbegebiet gebraucht. Das sind hier die blauen. Und da können wir meinetwegen jetzt sagen, okay, das bauen wir jetzt einfach mal hier hin, wo vielleicht die Wasserwerke sind. Was ein Vorteil ist, einfach hier von City Skylines 2, du kannst die Gebiete einfach setzen, du musst nicht dafür sorgen, dass da Wasser drunter lang geht und so weiter. Und vor allen Dingen mit dem Strom ist ja auch so ein Ding. Früher ging es halt tatsächlich so, dass sich das Gebiet ausbauen musste, damit wirklich überall Strom hinkam. Und das ist jetzt eine Geschichte, was wir hier jetzt so tatsächlich nicht mehr haben. Jetzt werden wir hier sehen, wir sind quasi wirklich schön im grünen Bereich, das passt. Wir haben Gebiete genug, wir können die Stadt jetzt erstmal wachsen lassen. Wir kommen hier gleich in Level 2. Komm Leute, wir machen noch eine Runde. Wir machen eine Dreiviertelstunde voll, oder? Haben wir noch ein paar Minuten. Kriegen wir vielleicht noch ein Level ab. Genau, Stadtinformationen können wir jetzt reingucken. Unbesetzte Gebiete ist klar, weil wir schon ausgewiesen haben, hier kann eine mittlere Dichte, geringe Dichte, unbesetzte Gebäude. Das ist halt im Moment noch. Ne, die Gebiete sind da, aber es wird im Augenblick noch nicht gebaut. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, habe ich festgestellt. So, da ist das Popmusiker-Anwesen. Was hat er denn hier? Ach, okay. Oh, die fallen hier bald den Berg runter, aber macht ja nichts. Popmusiker-Anwesen, naja. Genau, Bevölkerung erhöht, wir sehen es. Wir sind jetzt im Moment noch ein winziges Dorf. Und man muss halt schauen, sie sind noch nicht hundertprozentig zufrieden. Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Ah ja, es ist allerdings keiner krank. Ich meine, wir haben hier eine Klinik, also was soll das? Mehr für die Gesundheitsförderung können wir erstmal nicht tun. Es sei denn, das wäre natürlich noch ein Argument, dass hier sowas. Aber warte mal, Gesundheitsförderung. Das ist die medizinische Versorgung. Die Förderung. Das wäre. Ah, wartet mal, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist nämlich hier. Guck mal, wenn wir die nächsten Punkte kriegen: Krematorium, Krankenhaus und dann hier hinten Seuchenschutz, weil das hier ist, ne? Dem Lauterbach sein Krempel. Was die dann später tatsächlich haben wollen. Denn die Leute sind so dumm und wollen das eben haben. Und hier sind unsere Meilensteine, was wir erreicht haben. Und unsere Errungenschaften. Genau. So sieht's aus. 100.000 Einwohner ist das große Ziel. Dann wollen wir mal gucken, wie es leckt. Also hier, das geht eigentlich, sieht sehr sauber aus, finde ich. Sieht gut aus. Gefällt mir.
Hier ist eine etwas scharfe Kurve. Aber auch hier sieht man, nicht, wenn mehr Wohngebiet gebraucht wird. Hier wird jetzt geschrien nach Industriegebiet. Da haben wir eine vierspurige Straße drin. Das würde ich auch tatsächlich im Industriegebiet dabei belassen. Kann ich denn Q und E? Wo ist eine Bahnstrecke, ha? Huh? Nee, das machen wir anders, pass auf. Können wir drunter her? Ist jetzt drüber oder drunter her? Das okay, da senkt es sich jetzt ab. Ach, wisst ihr was? Kommt jetzt ein schicker Bahnübergang hin. Wie weit können wir hier eigentlich bauen? Ah, da ist die Grenze, okay. Das sind jetzt wieder weiträumige Gebiete. Aber es wird alles zum Meer geblasen. Da können wir dann später noch einen Bahnhof hinbauen. Das passt soweit alles. Guck mal, hier wird direkt wieder gebaut. Geht darüber. Wir können hier später nochmal... Wo kommt der Tunnel eigentlich wieder raus? Der geht da rein und... verschwindet im Nirgendwo, oder was? Ich muss ja irgendwo wieder rauskommen. Da hinten. Leg mich am Tisch hier. Aber... hier können wir bestimmt... eine Abfahrt bauen. Wenn wir eine ganz normale Straße nehmen und brauchen aber eine Straße in eine Richtung nur. Wir brauchen hier eine Einbahnstraße. Frequentierte Bereiche. Beide Richtungen befahrbar. Trennwand in der Mitte, okay. Eine Richtung. Und eine weitere Richtung in die Gegend. Ah, hier. Können wir eigentlich mal... dann würde ich hier aber... jawohl, guck mal, Meilenstein frei, 2 freigeschaltet. Würde jetzt tatsächlich... die Kurve hier nehmen. Und... würde ich hier okay, jetzt müssen wir mal eben gucken. Da geht's raus. Können wir, glaube ich, hinterher irgendwie umdrehen, oder? Genau, ich glaube, das geht dann hier mit. Oder auch nicht. Wie kriegen wir die Straße denn umgedreht? Die Fahrträder. Untergrundmodus. Umrisslinien zeichnen. Raster. Okay. Das ist jetzt blöd. Wie kriege ich denn das umgedreht? Einrasten, Hilfslinien, das sind Einraster oder auch Ausraster. Kann ich hier denn was machen?
Das ist jetzt die Frage, wie kriege ich denn das umgedreht? Weil die wäre ja jetzt eindeutig falsch rum. Gut, dann nehmen wir sie nochmal weg. Einfache Zweispur. Genau, das ist eine Ausfahrt. Dann müssen wir das so machen. Dann ist hier ein Punkt. Dann müssen wir das so machen. Und an dieser Seite quasi. Hier rüber geht's nicht. Aber hier können wir raus. Und können wir auch wieder rein. Wunderbar. So. Dann könnte man. Oh, ganz schön steil war. Hier ein bisschen raus. Oh, das ist schon zu steil. Okay. Gefällt mir eh nicht. So, lieber, ich mache mal Folgendes. Ich werde das hier mal zu Ende basteln. Dieses selbst entworfene Autobahnkreuz. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, was unsere Stadt bis dahin macht, was wir noch eben ganz kurz machen können. Ist, dass wir hier weiter entwickeln können. Das geht, wir wollen ja hierhin. Das heißt, wir würden jetzt ein Krematorium zum Beispiel freischalten. Und das Krankenhaus aktuell können wir tatsächlich noch nicht. Auch Schulen zum Beispiel, die müssen weiterentwickelt werden später. Sonst wird das Ganze nichts. Wir sind jetzt in einem kleinen Dorf. Und ich würde sagen, ich sehe zu, dass ich hier mein Autobahnding da zu Ende kriege. Und dann sehen wir uns gleich entsprechend, gleich in der nächsten Folge am Montag dann wieder. Und bis dahin sage ich jetzt mal ciao, ciao, lasst ein Däumchen, ein Abo da, kostet euch nichts. Und wir sehen uns. Tschüss.